Wir sind nicht miteinander verwandt, also verpiss dich! Die Raumkapsel Soyuz 3 ist nach 5 Tagen in der Umlaufbahn zur Erde zurückgekehrt. Ihr Pilot, Georgi Beregovoy, ist mit 47 Jahren der älteste Mann, der je ins All geschossen wurde. Soyuz 3 hat im All Andockmanöver an Soyuz 2 für eine zukünftige sowjetische Mondlandung geübt. Bist du bescheuert oder was? Offensichtlich hattest du bei Remy Duval voll den Durchblick. Hör dir das an. Sieh dir an, was er macht. Es geht hier um unser Zuhause. Ich schau mir das nicht mehr länger mit an, wie uns so ein elender Drecksnigger das ganze Geschäft zerstört. Und darf ich fragen, was du dagegen tun möchtest? Ich erwürge diesen Bananenficker, das werde ich machen. Entschuldige bitte. Ist mir so rausgerutscht. Der will dich nur aus der Reserve locken, Remy. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, dich auf so ein Spiel einzulassen. Dies ist eine problematische Situation, das wissen wir alle. Aber wenn du gegen ihn vorgehst, hat er sein Ziel erreicht. Lass das Salesmänner regeln. Salesmänner? Die Menschen hier im Viertel erwarten, dass sie von mir beschützt werden und nicht von irgendwelchen schmierigen Ithaca-Arschlöchern. Oh nein, nein, vergiss es. Das nehme ich selbst in die Hand. Nur dann kapieren die Nigger und die Ithaca, dass wir hier in Frisco Fields auf uns selbst aufpassen. Du machst einen Riesenfehler, Remy. Damit setzt du doch alles aufs Spiel, was wir uns hier aufgebaut haben. Unsere Lebensart steht auf dem Spiel. Da interessiert mich doch nicht so ein gottverdammtes Casino. Langsam glaube ich, du lebst in einer anderen Welt. Keine Minute später hat Olivia Sell angerufen und ihm gesagt, dass Remys Leute von der Southern Union dich suchen. Wenn du da oben aufkreuzt, laufen dir bestimmt ein paar über den Weg. Dann kannst du sie ja fragen, wo Remy sich verkrochen hat. Ja, wenn ich fertig bin mit dem Pisser, ist Olivia fällig. Aber an sie ranzukommen wird nicht leicht. Marcanos Männer und diese reichen weißen Arschlöcher, mit denen sie rumhängt, riechen mich eine Meile gegen den Wind. Lass dir was einfallen. Streng deinen Kopf an. Okay, ich lass mir was einfallen und streng meinen Kopf an. Sag mal, was soll das eigentlich werden? Noch nie was von Körperhygiene gehört? We'll be right back.
your Uncle Luke. What are you doing this weekend? Bring the family down to the French Ward for good eats and good times. Come on down to Coralie's for the family fun deal. With any two adult plates, all kids plates are free. Friday and Saturday night. Take your receipts over to Big Mouth for half off your first drink order. Only in the French Ward. Ich bin dann mal hier drüben. Hast abzukratzen? Find's raus, Arschloch! Duval, wo ist er? Das wirst du schon sehen. Er trommelt ein paar Jungs der Union zusammen, um deinen Arsch zu jagen. Heute Abend, oben in der Nähe vom alten Aussichtspunkt. Schätze, sie müssen wohl ohne dich anfangen. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Brauchst du irgendwas? Zeig mir mal, was du hast. Sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Ich hänge in Frisco und brauche Nachschub. Bin gleich da.
Brauchst du irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich glaube. Das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser Stelle verteidigte mein Urgroßvater mit seinen Brüdern Louisiana gegen die Aggression des Nordens. Er starb an dieser Stelle, um die Werte und Tugenden seines Volkes zu bewahren. Er gab sein Leben für die Freiheit seines Staates und den Versuch, die anrollende Flut von Mischlingen einzudämmen. Und einer von denen ist jetzt da draußen. In diesem Moment. Und schlitzt weißen Männern und Frauen die Kehlen auf. Jetzt, in diesem Moment. Ich weiß, was einige von euch denken. Scheiß auf die Diener. Die Diebe und Betrüger. Scheiß auf die Politiker, die sich von uns wählen lassen und da. Wir haben hier eine Leiche. Scheiß auf sie, Remy. Bereit, in irgendeinen beschissenen Arsch zu treten. Gerne doch. Verteilt euch. Der Dreckskerl hat schon wieder einen erwischt. Ist eine harte Nuss. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich bin hier. Heiliges. Ich gehe in Deckung. Dahinter da. Hier in Frisco Fields. Einer der prominentesten Männer des Viertels, Remy Duval, wurde brutal ermordet. Augenzeugen berichten, dass er an ein Kreuz gebunden und dann verbrannt wurde. Hören wir, was die Polizei sagt. Chief Wilson, können Sie schon etwas sagen? Das waren die verdammten Nigger. Man sollte sie alle zusammentreiben und erschießen. Das sind harsche Worte, Chief. Verdammt, was muss denn noch alles passieren, bis ihr es endlich versteht? Was hier abläuft, ist ein verdammter Krieg.
Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Dein Geld ist bei mir immer und direkt in die Bank.